Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich greife wieder eine Prüfungsfrage auf, und zwar eine Prüfungsfrage aus dem Bereich VWL, Volkswirtschaftslehre, und zwar die Frage nach den Geldfunktionen. Und in dieser Prüfung, die mir vorliegt, war gefragt nach drei Funktionen des Geldes. Einmal ist das Geld Zahlungsmittel. Das ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Das braucht man nicht weiter zu erklären. Dann ist das Geld aber auch Werte Speicher, das heißt, wir können Werte mit uns herumtragen als Münzen oder Scheine, heute sogar als Plastikgeld. Wir können also die Werte speichern, einfacher als wenn Schafe oder Ziegen Geld wären. Wertespeicher. Und Geld ist eine Recheneinheit, das heißt, wir können verschiedene Produkte vergleichbar machen, weil sie alle bewertet sind in einer Einheit, zum Beispiel in Euro. Denn damit ist Geld auch eine wichtige Recheneinheit zur Vergleichbarkeit von Produkten und Dienstleistungen. Ja, das ist die Antwort auf diese Frage. Weitere Antworten, vor allem auf die Frage, wie kann ich leichter und schneller lernen? Wie kann ich mehr Zeit für andere Dinge vielleicht verwenden? Wie kann ich effizienter lernen? Viele Menschen lernen unendlich ineffizient. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de, dort finden Sie Hilfe. Dankeschön.